Super. Was mache ich denn jetzt hier überhaupt? Ich wollte da nochmal in die Mitte gehen. Ja, doch. Da wollte ich hin. Strike. Hallo, Strike. Hey, du. Hey, du. Strike. Wie geht es dir? Geht es dir gut? Wie sieht's aus? Verpiss dich! Der ist nicht nett. Hey, ein neues Gesicht. Wer bist du? Ich bin Gorn, Söldner der Magier. Gequatscht wird viel. Was machst du als Söldner der Magier? Lee hat mit den Magiern eine Abmachung getroffen. Er heuert die besten Kämpfer an, die in der Kolonie zu finden sind, also uns. Wir sorgen dafür, dass die Schürfe ungestört Erz abbauen können und halten den Magiern den Rücken frei. Die Magier kümmern sich darum, dass wir hier rauskommen. Und einen kleinen Teil des Erzes bekommen wir als Sold. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Ich kann hier irgendwo pennen, ohne dass ich vorher jemand aus einer Hütte prügeln muss. Ich fürchte nicht. Aber wenn du das wirklich vorhast, geh zu Shrike. Er hat sich die Hütte ganz vorne am Höhleneingang geschnappt. Sie stand leer. Aber eigentlich gehörte sie uns. Uns? Den Söldnern eben. Söldner und Banditen leben hier getrennt. Und normalerweise hat keiner aus Laris' Bande was auf dieser Seite des großen Mobs zu suchen. Im Grunde ist es völlig egal. Aber er hat niemanden gefragt. Und man kann den Banditen nicht alles durchgehen lassen, sonst werden sie aufmüpfig. Ja, das verstehe ich, ne? Ist genauso wie eine 5- und 6-Klasse heutzutage. Aber was muss ich tun, um im neuen Lager aufgenommen zu werden? Bevor dich Lee aufnimmt, musst du lernen, besser zu kämpfen. Egal mit welcher Waffe, aber du musst gut sein. Außerdem musst du viel Erfahrung haben mit dem Leben hier und allem. Wenn du keine Lust hast, in die anderen Lager zu gehen, solltest du dich den Banditen anschließen, bevor du als Söldner anfängst. Bis später. Was hängt da eigentlich am Spieß? Ein Schwein ist das nicht? Oh, ein Scavenger. Ja, klar. Warum frage ich eigentlich? Okay, Schweig, ich prügel dich jetzt aus deiner Hütte raus mit meiner verwitterten Axt und keiner Rüstung, die ich habe. Und du mit deinem riesigen Monsterstreitkolben und deiner super Rüstung. Ich speichere lieber ab. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Shrike. Hey du. Jetzt wird's ungemütlich für dich. Hä? Dann mach ich das halt so. Boah! Oder nee, warte. Weg mit der Waffe, weg damit! Ich nehme dir den Bogen, damit ich mehr Schaden. Nein, endlich lieferst du mir einen Kind. Was? Macht der viel Schaden? Fick dich hart! Scheiße. Tu das nie wieder. Okay, ich lade noch mit dem Spielstand, weil ich hab keinen Bock ausgeraubt werden. Das ist nicht so toll, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt abends auf die Straße gehe und da kommen irgendwie wie gegeben. Nee, die habe ich noch im Inventar, oder? Ja, okay. Ja, also wenn ich jetzt abends auf der Straße gehe und da kommen jetzt irgendwelche Skinheads oder so oder irgendwelche Türken in Prügellaune. Ich bin kein Rassist, ich habe nichts gegen Türken in unserem Land. Nochmal kurz nebenbei gesagt. Solange sie sich einbringen und normal arbeiten, wie jeder andere auch. Da habe ich eher was gegen die Deutschen, die Hartz IV empfangen und nichts tun. Und sich auch nicht darum kümmern, nichts zu tun. Nee, warte mal, was habe ich gerade gesagt? Und sich auch nicht darum kümmern, nichts zu tun. Das macht doch gar keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe, oder? Oh, warte mal, hier war doch Kord. Warum bin ich weggegangen? Kordmeister. Der Kordmeister. Hallo, Kordmeister. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Oh ja. Natürlich. Kostet aber eine Kleinigkeit. 30 Erz will ich sehen. Falls du schon ausgebildet wurdest, kostet es aber etwas mehr. Dann will ich 50 Erz sehen. Du hast auch, ey. 10 Lernpunkte. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Ich kann zu dir wenig nichts Lernpunkte. Du hast nicht genug Erfahrung. Ja, das war mir klar. Ich habe generell sowieso irgendwie keine Erfahrung, weil ich ein Noobin. Irgendwas wollte ich jetzt mit sagen, von wegen ich nachts auf der Straße werde ausgeraubt und das ist schön. Ja, das freut mich jedes Mal wieder. Ja. Ist doch ein wunderbares Gefühl, wenn man merkt, die kümmern sich wenigstens um ihr Leben, ja. Die versuchen irgendwie an Geld zu kommen. Bruce! Hey du! Bruce Springsteen oder so. Wie sieht's aus? Wer bist du? Ich habe hier noch nie gesehen. Das ist kein Wunder, ich bin neu hier. Ach so, ja. Siehst du dir das Lager an, was? Wenn du Arbeit suchst, sprich mal mit Laris.
Er hat immer Arbeit für einen Neuen wie dich. Ja, wow, aber du bist... Gott, Wahnsinn. Ey. Wo willst du denn hin? Vorbeilaufen. Da rein. Nein, da will ich gar nicht Vergiss rein. Vergiss es. Bla, den Dialog hatten wir schon. Ist mir völlig egal. Oh ja, und zwar ziemlich viel in diesem Spiel. Basta. Oh, warte mal, hatte ich mit Basta schon gequatscht? Gequatscht wird viel. Ach so, das war der Akrobatik-Typi. Mit dem will ich aber nicht reden. Homer. Mit Homer will ich auch nicht reden. Ich will jetzt, dass die Action losgeht. Hier, die Action. Action. So wie aus dem englischen Lehrprogramm damals, das man noch benutzt hat, als man ein kleines Kind war. Dieses... Weiß ich auch gerade nicht, wie das heißt. Bauer. Bett. Ich leg mich schlafen. Du störst meine Nacht. Ist mir völlig egal. So. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch einen schönen Arbeitstag. Ich werde mich verbissen. Oh, er wäscht sich. Wahnsinn. Hier ist Ball. Bauer. Pock. Mister, ich bin's nur. Ach so. Hey du. Bal Kagan, das war doch der da vorne links in der Höhle stand, oder? Ja, doch, das war bestimmt. Beeil dich mal ein bisschen da jetzt. Ach so. Stimmt, ich soll uns was Kraut verteilen. Oh, das mache ich jetzt mal. Hab ich ganz vergessen. Ich habe mit so vielen Leuten gequatscht, dass ich ganz vergessen habe, das Kraut zu verteilen. Muss ich mal eben machen. Ich will da schließlich Geld verdienen hier. Ja. Ja, das habe ich vor. Ein neuer Tag und nichts hat sich geändert. Das wollte ich nur mal eben loswerden. Ich hoffe, ihr versteht das. Wo sind die denn alle, Mann? Penny noch? Gibt's ja nicht. Die pennen doch alle, ist ja Wahnsinn. Hey, du! Raus hier! Oh, bleib mal ruhig, ja? Wo kommt der denn angeflogen? Hey, die pennen doch alle, was ist denn das für ein Müll? Was soll ich denn jetzt machen? Jetzt kann ich mein Kraut gar nicht verkaufen, ey. Ja, so ein Scheiß. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Vielleicht hätte ich doch bis zum Mittag schlafen sollen. Vielleicht pennen die alle bis zum Mittag. Vielleicht. Naja, was soll's. Die Bauern gehen jedenfalls sehr früh zur Arbeit, während die anderen noch alle pennen. So ist das richtig, ey. Das ist mal gerechte Rollenverteilung hier. Ich würde sagen, wir machen erstmal wieder einen Bogen hier um die Typen. Pflücken ein wenig. Ein paar Pflanzen hier. Eine Reispflanze. Und noch eine Reispflanze. Und gehen dann mal wieder zurück zum alten Lager. Einfach so aus Spaß. Weil wir es können. Oh, hier kann die Pistole Kraut loswerden. Hey! Nee, doch nicht. Boah, das gibt's doch nicht. Boah. Mal richtig hinsetzen hier. Bandit, hier kann ich aber schon Kraut loswerden. Ja. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Bruder, nee, Bruder. Tut mir leid, ich bin nicht dein Bruder. Arschloch. Hör nicht mehr auf das. Hey, du. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Nö. Hey, du. Du willst doch bestimmt auch was. Ein Kampf provozieren? Nee, lass mal stecken. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich geb dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Nö. Los geht's. Wieder ein schöner langer Weg. Der eine meint, ich soll mit Bäumen reden. Der andere sagt, ich soll mir sozialkritische Themen überlegen. Fangen wir mal den sozialkritischen Themen an, während ich mit
Ja, doch, das ist doch eine... Oh, das ist eine... Oh, ich muss mich kurz richtig hinsetzen. Ich habe eine super Idee. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich unterhalte mich mit Bäumen über sozialkritische Themen. Damit ist jedem gedient. Das ist doch eine super Idee, oder? Komm, ganz ehrlich. Erpresser. Hey, Junge, wenn du hier vorbei willst, musst du 10 Erz zahlen. Oder du bekommst aufs Maul, kapiert? Nein, ich will keine, ich will doch gar nicht darüber laufen. Fuck. Dann komm noch her und hol dir dein Erz. Ah, danke, Mann. Du rettest mir den Tag. Ja, bitte, kein Problem. Tschüss. Jetzt wird's aber schnell, Grand hier. Uiuiuiuiui, ich sollte meinen Maul nicht so weit aufreißen. Was? Alter, der hat mich abgeschossen. Ist er behindert oder was? Er hat mich abgeknallt. Der hat mich abgeschossen. Also, jetzt reicht's aber langsam mit diesem Spiel hier. So, jetzt wird mal kurz die Aufnahme unterbrochen, weil ich nämlich den Knopf jetzt auf 8 gelegt habe, dummerweise. Aber da sind wir auch schon wieder. So. Und gleich wieder ausschalten. Und zurück ins Spiel. Alles klar. Was ist denn das für eine Grütze? Man macht den Mund zu, Meister. Das sieht doof aus. Guck mal, er hat den Mund auf. Sperrengewehr auf. Was sind denn das für Idioten, Alter? Der hat mich abgeschossen. Das gibt's ja nicht. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich dachte, ich renn weg und damit ist gut. Nee, der holt seinen Bogen und knallt mich ab. Ja, das machen die sonst nicht, Mann. Was sind denn das für Freaks? Die sich stecken normalerweise ihre Waffe ein und sagen, ja, dann renn doch. Dann renn doch. Alter Schwede, jetzt bin ich gerade ein bisschen aufgewühlt und weiß gerade gar nicht, über was ein sozialkritisches Thema ich reden sollte. Ich hatte eben noch eins, da irgendwas mit... Ach, stimmt, jetzt ist mir wieder eingefallen, über was ich reden könnte. Über diese Steinwurzel. Nein. Die jungen Leute von heute. Also die etwas noch jüngeren als die, die sich jetzt wahrscheinlich dieses Video angucken. Und zwar die 5- und 6-Klässler. Sie haben absolut keinen Respekt mehr. Woran liegt das? Ich habe da so meine Theorie, woran das liegt. Weil immer mehr Leute... Oh, Fleischwanzen. Spritzt da Blut, ey. Weil immer mehr Leute auf diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, coole Schiene übergleiten. Also diese komischen Hänger da mit ihren... Oh, Reischnaps. Und ein Krug. Stört ihn gar nicht. Na, meinetwegen. Mir soll's recht sein. Ja, diesen ganzen Hänger, die da draußen einen auf Gangster-Style machen und mit ihren extrem geilen Klamotten und... Ach, ich weiß auch nicht, wie ich die beschreiben soll, diese ganzen Vollidioten. Also ich kenne manche, die sind echt nett und sind so gekleidet, aber die meisten, in der Regel, sag ich mal, sind echt ganz komisch drauf und sind immer so, was machst du mich an, da slapperst du da, super gelernt, ey. Ja, das sind so eine Freaks, die sind ganz merkwürdig drauf irgendwie, sind nur auf Krawall aufgebürstet und das nehmen halt die ganzen Jungen jetzt, dadurch, dass jetzt inzwischen so viele geworden sind, dass die ganzen jungen Leute als, ich sag mal, Vorbild und haben dementsprechend genauso wenig Respekt wie die. Wie die ganzen Gangster, in Anführungsstrichen. Und das ist halt das Problem, denke ich. Es ist gar nicht mal, dass wir jetzt alle kollektiv da Scheiße bauen, sag ich mal, und keine Vorbildfunktion mehr haben, sondern halt auch dieser negative Einfluss von anderen, ich sag mal, Gruppen. Diese Gangstergruppen. Ich meine, früher waren die klar, die waren früher auch noch da, aber heutzutage ist das halt ziemlich extrem. Das heutzutage findet man die echt von fast jeder Ecke. Ja, damals, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, waren das noch so, ich sag mal, Ausnahmefälle. Die meisten waren, ich will jetzt nicht so unbedingt sagen, brave Bürger, aber die meisten waren halt in Ordnung, mit denen konnte man reden und so weiter und so fort. Also ich habe jetzt vor 20 Jahren noch nicht gelebt, also... Ja, nee, vor nicht ganz 20 Jahren habe ich noch nicht gelebt. Ja, was ich halt auch so von meinen Eltern höre und was weiß ich nicht alles und was ich auch von anderen höre, die etwas länger nun schon mit im Real Life sind und zocken. Ja, und da denke ich einfach, das ist einfach...
dadurch, dass es jetzt so viele sind, dass sie das jetzt alle als Vorbild nehmen und jetzt auch so sein wollen. Und deswegen fällt da der Respekt immer mehr ab. Naja, viel, also ich denke auch nicht, dass man jetzt großartig was gegen tun kann. Dafür sind das einfach zu viele. Nein, ich will kein Schutzgeld bezahlen. Vergiss es. Oh, das war knapp, Alter. Fast hätte er mich erwischt, ey. Wo ist denn jetzt hier dieser komische Baal-Typ? Ich will mit ins neue Lager. Ins Sumpflager, meine ich. Ach shit, der ist doch bloß gelaufen, ne? Der steht da jetzt bestimmt irgendwo einsam und alleine rum und... Da muss ich mal kurz hinterherlaufen. Vielleicht finde ich den ja.